Das Fest zum 1. Mai läuft in Treskirchen nicht ohne Live-Musik und großem Kinderprogramm. Ich kann dich einfach nicht vergessen, Mary Jane. Werden wir uns irgendwann mal wiedersehen? Der 1. Mai wird in Treskirchen sehr, sehr groß gefeiert. Das ist ein wirklich tolles Fest. Für die ganze Familie, also wir haben sehr viel, auch natürlich für die Kinder, es gibt tolles Essen, wir haben Kuchen und Kaffee, also es ist kulinarisch was da. Es ist aber auch natürlich politisch ein Schwerpunkt, auch der Bürgermeister wird sprechen, unser Landesparteivorsitzender wird heute kommen. Aber die Treskirchner halten da sehr gut zusammen und 1. Mai ist immer so was ganz Besonderes und wenn dann das Wetter noch so mitspielt, haben wir natürlich Full House. Es braucht wieder dieses Primat der Politik, es braucht diesen Gestaltungsanspruch, es braucht auch den Mut, in dieses System einzugreifen und sie nicht nur als Arzt am Krankenbett dieses System zu sehen. Wer Menschen heute helfen will, wer Klimakatastrophen verhindern will, wer Armut bekämpfen will, wer sichern will, dass weltweit Menschen nicht an Grippe krepieren, obwohl es die Mittel dazu gibt, der muss in das System sich auch eingreifen trauen. Und dafür steht die Sozialdemokratie. Und das ist der Appell des heutigen 1. Mai, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen natürlich ein großes Volksfest veranstalten, aber natürlich ist der Tag, der auch sehr ernste Hintergründe hat in 130 Jahren Geschichte. Eine Geschichte, die geprägt war, immer auf Seiten der Schwächeren zu stehen, allerdings auch dunkle Episoden für uns mitgebracht haben. Wir sind verfolgt worden, wir waren verboten. Und auch diesen ureigensten Anspruch auch immer wieder zu untermauern. Und wir denken dran, heute sind weltweit, egal ob in Bogota, in Nairobi, in Prag, in Wien, in München, in Berlin, auf der ganzen Welt Millionen von Menschen da, um diesen besonderen Tag zu begehen. Und so auch wir in Treskirchen. Und wir senden natürlich auch unsere Grüße hinaus zu all den vielen Tausenden, zigtausenden mehr Veranstaltungen, die stattfinden. Aber für uns in Treskirchen ist es ein besonderer Tag. Wir haben eine Leistungsbilanz. Wir stehen 8 Monate vor der Gemeinderatswahl. Wir haben super Umfragewerte. Wir sind auch sehr stolz, dass wir erfahren, dass die Bevölkerung auch die Leistung honoriert, die 5 Jahre unterwegs zu sein für die Stadt. Und mit frühestem Einsatz und das eingebettet zu haben, schon in eine solidarische Philosophie einer Sozialdemokratie in einer Stadt. Treskirchen ist neben natürlich der Landesveranstaltung in St. Pölten für mich immer ein Fixpunkt, jetzt schon zum 3. Mal, weil Treskirchen eine Stadt ist mit sozialdemokratischer Politik und einem Bürgermeister mit sozialdemokratischen Werten, der sie hochhält und immer wieder diskutiert. Und es ist auch eine toll besuchte Veranstaltung, daher komme ich ganz gerne her. Es ist mehr oder weniger das Zentrum, das Herz der Sozialdemokratie im Industrieviertel. Und es ist Zeit, dass diese Regierung die Schande über das Land bringt und eine kalte Politik der Konzerne und gegen die Menschenmacht geht. Es ist Zeit für ein Ende von Türkis-Blau-Freundschaft.